So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. In der letzten Folge hatten wir unsere Scansat-Satelliten ins All geschickt, einmal um Kerbin, Minmus und den Mann. Und die sind science-technisch jetzt so weit entwickelt, dass sie uns die Erzverteilung anzeigen können. Pro Biom. Und für den genauen Platz im Biom braucht man dann aber weiterhin einen Bodenscan-Einsatz, den man einmal pro Biom durchführen muss, und dann kriegt man in Kombination mit dem Satellitenscan genaue Werte. Das einzige Problem ist, wir müssen uns jetzt langsam mal wieder um die Finanzen kümmern, weil wir sind jetzt runter auf 100.000. Wir haben noch einige Aufträge. Aber der hier ist am Laufen. Das heißt, sofern die Satelliten dann mal irgendwann bei Dress ankommen, kriegen wir da nochmal 1,5 Millionen. So, Flyby Duna wird erledigt, wenn die Kommunikationssatelliten bei Duna ankommen. Da haben wir eine Plan Flag on Mann und Plan Flag on Minmus Mission. Die finanzieren uns auf jeden Fall einen Flug Richtung Mann und Minmus. So, und dann haben wir hier noch die Surface Probe. Da können wir gleich mal gucken, ob jetzt gerade da, wo die Probe ist, Tag ist. Let's take a picture of the sun. Okay, geldtechnisch bringt es wohl nicht viel, aber science-technisch zumindest mal 120 Punkte. Ich würde sagen, es scheint aus dem Orbit in Ordnung zu sein. Allerdings haben wir das Tarsier Space Technology Teleskop noch nicht im All. Hier eine neue Orbitalstation um Kerbin herum. Physics Kerbals und eine ISRU Resource Conversation Unit. Das können wir eigentlich auch annehmen. Alles um Kerbin ist immer nett. Take a picture of the sun. Oder später werden wir das Ding eh starten, von daher nehmen wir das auch an. Und eine Rescue Mission von Kerbin. Manga Kerbin. Nehmen wir auch an. Zum Glück haben wir hier genug. So, und das Better Contract Window, das konnte irgendwann sortieren nach Expiration. Wo haben wir es am eiligsten? Manga Kerbin in 4 Jahren. Okay, na, so lange wollen wir dem nicht im Orbit warten lassen. Die Space Station around Kerbin 6 Jahre. Okay, das sind alles Jahre. Alles Jahre hin. Was wollte ich jetzt gucken? Einmal, ob der Mann jetzt gerade zufällig so steht, dass unser Rover Sonne hat. Hier haben wir nämlich noch was. Ja, fast. Würde ich sagen, warpen wir mal 2-3 Tage vor. Sonst hat er locker Sonne. Jetzt müssen wir hier nur Mann Rover. Jetzt ausgewählt hier. Ja, Fly. Legen den Rover. Ich hoffe mal, wir fliegen ihn nicht, sondern wir fahren ihn. Wobei, das Ding hat, die Räder sind echt nah zusammen. Es ist nicht einfach, das Ding zu fahren. Das Design benötigt definitiv Verbesserung.
Gucken, ob er jetzt nicht umkippt. Er kippt nicht um. Okay, wunderbar. So. Bremsen an. Wir müssen da hoch. Oh mein Gott. Hab so die Ahnung, das wird nie was. Wurzelbaum nur. Dann mach mal von denen hier den Motor aus. Dass wir nur mit dem Frontantrieb den Berg hochfahren. Ich will da eigentlich auch gar nicht senkrecht. Oder doch senkrecht? Schräg hinfahren oder senkrecht? Das ist eine schwierige Frage. Sogar noch ein bisschen Liquid Fuel, das heißt eigentlich kann der auch noch fahren. Puh, vielleicht sollten wir die Reaction Wheels ausschalten. Wo ist, ach so, das ist der. Hat gar keine Reaction Wheels. Break, 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 break. Warum neigt er sich dann nach vorne, wenn ich Gas gebe? Kann er sich um die Stelle drehen? Ach so, na klar, der Reaction Wheels hier, zwei Stück. Pick und. Hören die zusammen oder warum kann ich das nicht anklicken? Noch. Also das mit dem Rechtsklick manchmal so. Wir haben Symmetry Lock und das sind Radial Reaction Wheels. Sind sie aus. So, wobei uns die Reaction Wheels auch durchaus helfen könnten, wenn das Ding kurz vorm Umkippen ist. Also der Rover ist definitiv nicht für dieses Gefälle hier gebaut. Mal gucken. So, gehen wir mal von der Steigung her aufs Ganze. So. Wir kommen dem Punkt näher. Fahren wir vorsichtig über die Klippe. So, wie sieht's aus mit dem Auftrag?
Okay, das scheint zu funktionieren. Ich muss es scheinbar noch nicht mal funken. Wir geben es einfach mal. Wo ist jetzt das nächste Ziel? Ah, da unten, da sind wir gelandet. Senkrecht darunter möchte ich definitiv nicht. Müssen wir mal gucken, dass wir hier wieder runterkommen. Brems, 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 brems. Oh mein Gott. Jackpot. Ich hatte eigentlich erwartet, dass wir langsam genug waren. Jetzt könnte ich gerade die Reaction Wheels gebrauchen. Weil wenn die Batterien alle sind, dann war es das eh. Zu nutzen und ist das Ding schwierig zu steuern. So, Brakes, Toggle Talk. Puh, so jetzt ist die Frage. Ob wir mit dem Strom da noch runterkommen und ob das der letzte Punkt ist. Rollen scheint es zu gehen. Auch eine 021. Bei den Bergen müssen wir noch hoch. Können Engineers jetzt eigentlich Solarzellen reparieren? Ich habe letztens mal im Wiki geschaut, da stand nichts. Stand Wheels und noch irgendwas, aber nicht Solarzellen. Jump. Break. Nein. Dinger haben so viel Kraft, dass sie das den Rover aufrichten können, wie der gebaut ist. Also, hallo? Warum fällt er jetzt denn bitte schon wieder nach vorne? Ich habe ja auch genug Strom. So, jetzt fahr los. Brakes sind noch an. Jetzt gucken wir mal, ob wir da hier Strom günstig runterrollen können. Ja, können wir. Die Elektromotoren jetzt als Bremse benutzen, müssen wir damit die Akkus wieder aufladen können. Naja. Ich lasse ihn jetzt mal absichtlich rollen, um den Schwung mitzunehmen, was sich jetzt gerade erledigt hat, so wie ich das sehe. Och.
Ich sag nix, ich sag nix, ich sag nix. Ach ja. Okay, wir schicken den nächsten Rover hinterher, damit wir endlich diese Mission abschließen können. Grüße. So, jetzt ist die Frage, ändern wir den Radstand noch ein bisschen? Rover. Kann man von der Dämpfung hier eigentlich was? Dämpfner Strength. Aber das kann man nur hier einstellen. Flackerbug ist. Mal schauen. Okay, hier sieht's gut aus. Okay, alles klar. So, beim Mann müssen wir keine Inklination beachten. Das heißt, das Lounge-Window ist beliebig. Schub nach oben. Und startet eh auf den Boostern. 3, 2, 1. Schalten wir erstmal den Motor aus. Okay, Abbremsen bei 34 Kilometer.
mal, dass sie die Time to Armpaps bei einer Minute halten. Gar nicht weiter steigen, das heißt, das ist ein gutes Indiz, wenn noch Richtung weiter Richtung Himmel brennen müssen oder schon parallel zur Erde brennen können. Ich würde sagen, wir können jetzt hier schon komplett horizontal brennen. Ein kleines bisschen anheben müssen wir die Apopsis noch. Wir wollen ja wirklich aus der Atmosphäre raus. Also 80 Kilometer wären schon nett. 10 Kilometer Toleranz. Moment, steigt zu 70. 71. Und jetzt müssen wir eigentlich auch schon die Stufe abtrennen, damit die noch zum Boden fällt. Staging. Welt Delta V hat das Ding jetzt hier. 1600, ach. 1500. Das ist ausreichend. Okay, dann warpen wir mal zur Apoapsis. So, Apoapsis in 50 Sekunden. Wir werden nicht viel brennen müssen. Also direkt bis zur Apoapsis. Und wir heben die Periapsis an. Bis 70 und 80. So, jetzt haben wir 80 mal 80. Zum Mann brennen. Na? Achso, ich habe nicht als Target gesetzt. Wird ja nicht entsorgt. Das heißt, wir brauchen gar keinen Kollisionskurs. Und umso schneller wir uns auf dem Orbit da hinten befinden, so weniger brauchen wir zum Abbremsen. Wenn ich das jetzt eigentlich schon ausrechne, wenn das die Periapsis ist, wow, 260 für den Orbit. So, jetzt nehmen wir nochmal den Node 1. Den jetzt mal hier etwas verschiebe. Lässt sich aber nur in die eine Richtung verschieben, warum das?
Ach, jetzt haben wir den ersten gelöscht. Set as target. Nein, nicht die Mann-Prop, den Mann bitte. So, das mal wieder weg hier. Sowas von gar nix. So, und jetzt Zeit nach hinten verschieben. Das macht sich hiermit einfacher. Bis darauf, dass uns das eine Kollision ist, scheint uns das gut zu beschleunigen. Ich bin gerade am überlegen, also das wäre jetzt ein Encounter, könnten wir direkt nehmen, aber ich will gerade schauen, wie man das Manöver am treibstoffeffizientesten brennt. So, und hier definitiv nicht. Gehen wir mal hier 5 runter. Also umso näher unser Orbit nach dem Encounter dem Mondorbit kommt, umso weniger Treibstoff brauchen wir am Mann abzubremsen, weil wir dann praktisch schon auf dem Mannorbit sind. Kann man das so sagen? Wir bewegen uns ja dann immer noch um den Mann. Irre ich mich da gerade? So, und jetzt hier noch etwas. Ich komme hier immer auf den Orbiter drunter. So, packen wir es mal hier hin. Also. Gut, das hilft uns nicht, weil das ist eine Kollision. So rum reinkommen. Wenn wir jetzt hier zirkularisieren. Wobei ich glaube, zirkularisieren beim Mond ist sowieso noch meistens um etwa 255. Seite reinkommen. Löschen mal den Node 2. Zirkularisieren mal hier. Wären das wie viel? 254. Okay, das nimmt sich nichts. Es nimmt sich nichts. Gedacht, das ist optimaler. Okay, egal. Also, 50 Sekunden brennen in 3 Minuten. Und den Strom im Auge halten und den Timer.
ich die Zeit ein bisschen verpasst habe, renne ich ein bisschen weiter Richtung Außen, um das eventuell wieder gut zu machen. Wo müssen wir dann landen? Dort. Und wir nehmen einen recht tiefen Überflug. Periapsis 80, 60, 8. 8 ist jetzt, ich glaube, es müsste passen. 10 wären mir lieber gewesen. Wie hoch sind die höchsten Berge beim Mann? Also, Höhendaten vom Mann. Okay, 6000, das wäre 7000. Okay, wenn die Skala nur bis 7000 geht, hoffe ich mal, dass da 7000 passen. Wobei, ist der 7000 Meter an den Polen hoch? Auch komisch. Naja. Gut. Jetzt müssen wir die Solarzellen ausfahren und die Remote-Tech-Antenne aktivieren. Und dann warpen wir zur Periapsis. Leider kein Retro. Ah, ich erinnere mich, ist die Landung wieder etwas komplizierter. So, jetzt sind wir da hinten schon im Mann. Okay, das war jetzt nicht so geplant. Jetzt hängen wir schon im 10-fachen Zeitwarp. Na gut. Oh, und die große Remote-Tech-Antenne frisst Strom. Hat die Kontrolle. So, jetzt sind wir aber eigentlich wieder an der Sonne. Jetzt sag nicht, dass die Solarzellen so ausgerichtet sind, dass sie keine Sonne kriegen. Ich drehe am Rad. Okay, es driftet ein bisschen. Sei es an. Eigentlich brauchen wir die Antenne jetzt nicht mehr, das heißt, die können wir ausschalten. Und da ist auch der Stromverbrauch ein bisschen besser.
fliegen 45 Grad weiter auf dem Orbit. Und danach brennen wir nach Norden, um den Orbit hochzukippen. Norden ist hier. Und wir brennen. So, über den Landepunkt. Jetzt sage ich mal, ziehen wir hier runter. Dann müssen wir 400 brennen in 18 Sekunden. Und wir brennen. Würde ich mal sagen, schalten wir mal das Navhat ein. Das war schon etwas zu viel gebrannt. Mal Pro. Kleines bisschen Richtung Norden. So. Suicide Burn in neun Sekunden. Jetzt nur die Frage, ob wir das mit dem Triebwerk noch schaffen. So. Mal die Locked Kamera. Ah, wobei die Locked Kamera ist gar nicht so gut. Ich will die Richtung und ich will abbremsen, also brennen wir so. So, Strom haben wir nicht genug. Das heißt, erstmal die Solarpanels rein. Muss ich hier dran denken, dass ich nach Retro bremsen muss, Quatsch, halten muss. Retro steuern muss. Puh, und angekommen, ohne die Räder zu zerstören. Machen wir mal die Reaction Wheels aus.
Also ich kann TumbleTalk Running disabled. Ist das Running? Auch Running. Jetzt ist das disabled. Das Running, okay. Ich würde aber gern beide Fenster festtackern, aber das geht nicht. Sobald ich eins festtacker, kriege ich das zweite nicht mehr. Okay, dann machen wir folgendes. Dann machen wir das hier aus. Und das ist unser Notfenster. Aber auch aus. So, wir gehen auf Frontantrieb, hinten den Motor aus. So, Wind aus, lässt an. Bremse raus und invers schalten. Okay, wir fahren Rover die zweite. Lock. Keeps Experiment. So, geht's jetzt noch weiter oder war's das? Ich glaube, das war der Auftrag. Ja, er ist grün. Okay, da kann der Rover eigentlich hier stehen bleiben. Dieser extra Lounge hat sich jetzt vermutlich nicht gelohnt. Parken wir mal so, dass er nicht runterrutscht. So, ich würde sagen, so ist das in Ordnung. Extend Panels. Rollt doch noch. Und wir benennen ihn mal um. Rename. One Rover als Rover Accept. So, Bremsen an und raus hier. Okay, ist die Mission abgehakt und wir haben noch weniger Geld. Wobei, vielleicht hat sich's gerade aufgehoben. Bin ich mal gespannt. Oh, nee, doch, wir haben noch was dazu gekriegt. Jetzt haben wir schon mal 200.000. Ach so, nee, Moment, ich weiß ja gar nicht. Ich habe vorhin noch Aufträge angenommen. 450 Erz vom Mutmann. Und ich würde sagen, ich starte erstmal das Spiel neu. Ja, ich starte das Spiel neu. Bis gleich.